In diesem Film zeige ich das thailändische Gericht, Jadennudeln mit Huhn und Babymais. So wird das Gericht nach der Zubereitung aussehen. Hier die ganzen Zutaten im Überblick. Im Einzelnen brauche ich Folgendes. 200 Gramm Jadennudeln. 400 Gramm Hähnchenbrustfilet. 8 Babymais. 5 bis 6 Knoblauchzehen, 10 bis 15 mittelgroße rote Chilis, 1 Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Fischsoße, 2 Esslöffel Sojasauce und 1 Esslöffel Austernsoße. In einen Topf habe ich Wasser getan, das bringe ich zum Kochen. Und in das kochende Wasser kommen dann die Jadennudeln. Die Kochzeit beträgt 2 Minuten. Nach den 2 Minuten tue ich die Jadennudeln in ein Sieb und die Nudeln kommen dann in eine Schüssel. Das sind dann die fertig gekochten Jadennudeln. In die Pfanne kommt etwas Speiseöl. Ich erhitze das Speiseöl. Und da kommt dann der Knoblauch und die Chilis, die ich zermörsert habe, die das kurz anbraten. Das klein geschnittene Hähnchenbrustfilet kommt dazu. Und das tue ich alles dann kurz anbraten. Die Fischsoße kommt dazu, die Sojasauce, die Austernsoße und der Zucker. Das füllt alles um. Der Babymais kommt dazu, das ist 2-3 Minuten köcheln und dann füge ich die Jadennudeln dazu. Alles gut verrühren. Eine kleine Kaltwasser Wasser kann man dazu tun, aber nicht mehr als 100 ml. Nach 2 Minuten das Ganze köcheln lassen, bis die Nudeln richtig warm sind. Und dann ist das Essen fertig gekocht. Die Jadennudeln mit dem Huhn und mit dem Babymais habe ich am Teller angerichtet. Den Daumen nach oben. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit dazu.